Ja, vielen Dank für die netten Worte. Nur, ich könnte das dann morgen natürlich auch in Englisch machen. Na klar, machen wir es so. Ja, bevor es losgeht, möchte ich ganz kurz unser Team vorstellen. Ich vertrete hier die Interessen der Professorfirma Mess- und Sensortechnik an der TU in Chemnitz. Meine Chefin ist Frau Professor Kanun. Und sie leitet die Professur für Mess- und Sensortechnik seit 2007 hier in diesem grauen Gebäude. Und wir beschäftigen uns mit der Entwicklung von Sensoren, Sensorsystemen. Wir beschäftigen uns in diesem Kontext auch ein bisschen mit Nanotechnologie, mit drahtlosen Sensorlösungen und dann natürlich auch mit Daten und Internet der Dinge. Wir sind ein sehr interdisziplinäres Team. Wir haben viele verschiedene Themen, mit denen wir uns beschäftigen. Wir haben 20 Jahre jetzt zusammen diese Gruppe entwickelt. Viele, viele Kooperationen auch mit Industrie. Und unsere Themen, die wir bearbeiten, sind halt eben in sehr unterschiedlichen physikalischen Domains zu Hause. Wir sind im Automotive-Bereich, im Industriesegment, im Umwelt-, Medizin- und auch im Energiesektor. In all diesen Bereichen sind wir zu Hause. Die Forschung in unserer Gruppe gliedert sich in Arbeitsgruppen. Die Arbeitsgruppe, die ich heute hier vorrangig präsentiere, das ist die Impedanzspektroskopie. 2007 sind wir dann mit physikalischen Sensoren und mit drahtlosen Sensoren gestartet. Und seit ungefähr 5 Jahren haben wir noch zwei weitere Arbeitsgruppen daraus abgeleitet: elektrochemische Sensoren und Smart Wearables. Wie ich schon angedeutet habe, heute soll es mir vorrangig um die Impedanzspektroskopie gehen und wie wir letztendlich dieses Messverfahren nutzen können, um Prozesse in der Industrie zu verbessern, zu optimieren. Der Titel der Präsentation, Real-Time Diagnostics in Industrial Processes, hat den Hintergrund, die Nachhaltigkeit in der Produktion zu erhöhen. Und was gibt es da für Motivationen? Es gibt Motivationen aus dem Business heraus, aus den Geschäften der Firmen heraus. Also man hat halt eben ganz klar das Ziel, den Ressourceneinsatz und den Einsatz von Energie zu optimieren. Man möchte Kosten reduzieren, man möchte die Qualität erhöhen und dann natürlich auch weniger Ausschuss produzieren. Dazu kommt, dass wir gerade eben auch in den letzten Jahren ein zunehmendes Zulieferproblem haben. Ganz klar die Verfügbarkeit von Zulieferwegen, aber auch letztendlich die Qualität von Produkten im Zulieferbereich. Und auch ganz stark in den letzten Jahren im Kommen das Thema Circular Economy, das Weiterverwenden, Reuse von Materialien, die sich bereits in irgendwelchen Produkten, in irgendwelchen Lösungen befinden, wird auch zunehmend ein Thema. Das sind Motivationen, die eher aus dem Inneren der Firmen, aus der Produktion stammen. Dann gibt es natürlich noch Umgebungsbedingungen, die darauf einwirken. Das ist zum Beispiel die CO2-Bepreisung, dann auch die CSRD, die Corporate Sustainable Reporting Direktive, dass Unternehmen die Nachhaltigkeit in ihren Produkten, in ihrer Fertigung nachweisen müssen. Dann natürlich auch das zunehmende Interesse nach nachhaltigen Produkten vom Kunde. Und dann hier nur als Beispiel gibt es zum Beispiel die neue Batterierichtlinie, die jetzt gerade klausuliert wird, wo sich auch noch eine ganze Reihe neuer zusätzlicher naja, Messaufgaben ergeben, die letztendlich dann auf die Anwender, Produzenten und Hersteller auf die Produktion auswirken. Der Fokus in meinem Vortrag soll
ganz klar auf dem CO2-Footprint in der Produktion liegen und dort halt eben die Optimierung von Prozessen und eben die Effizienzsteigerung. Ganz kurz nochmal zur Outline. Am Anfang möchte ich natürlich ein kleines bisschen noch das zugrunde liegende Messverfahren erläutern. Kurz ein kleines bisschen Theorie. Und im zweiten Teil, im etwas umfangreicheren Teil, soll es dann natürlich um diese konkrete Fragestellung gehen, Impedance-Based Diagnostics in Produktionsprozessen, wo ich dann letztendlich einige Beispiele adressieren werde. Doch zu Beginn noch mal kurz ein bisschen Theorie, Impedanzspektroskopie, schon ein bisschen ein spezielleres Messverfahren. Ich habe hier mal ein sehr typisches Device an der Test, das ist die Batterie. Und bei der Impedanzspektroskopie benötigt man ein Anregungssignal, das Excitation Signal. Das prägt man in ein System ein und man bekommt ein Output-Signal, die sogenannte Response. Hier drüben ist mal ein UI-Diagramm gezeigt und ein Nyquist-Diagramm mit Realteil und Imaginärteil. Und wenn wir das mit einem einfachen Sinus machen, ja, wir regen das System an einem Arbeitspunkt mit einer speziellen Frequenz an, dann wird dieses System mit einer entsprechenden Reaktion, mit einer entsprechenden Response reagieren und das führt dann zu einem Messpunkt in dem sogenannten Nyquist-Diagramm. Das ist soweit State of the Art in vielen impedimetrischen Messprinzipien. Man hat induktive, kapazitive Sensoren, die im Prinzip immer nur mit einer Frequenz angeregt werden. Und unsere Idee in der Impedanzspektroskopie ist, das Ganze mit einem multispektralen Anregungssignal zu realisieren. Hier ist mal ein klassischer Sinus-Sweep gezeigt von einer niedrigen zu einer hohen Frequenz. Viele Frequenzpunkte führen dann natürlich auch zu einer multispektralen Response. Und dies wiederum führt dann zu dem klassischen Impedanzspektrum, was jetzt hier mit den unterschiedlichen Frequenzpunkten im Nyquist-Diagramm dargestellt ist. Ja, und wenn man das Ganze dann ein bisschen an Systeme anpasst, für die Batterie zum Beispiel, würde sich dann hier so ein sehr charakteristisches Impedanzspektrum darstellen. Und das ist so ein bisschen das Ziel und das Target, was man halt eben versucht, dann eben zu interpretieren. Dazu später noch etwas mehr. Die Stärke dieses Messprinzips besteht darin, dass man in unterschiedlichen Frequenzbereichen ganz unterschiedliche Phänomene betrachten kann. Und hier ist jetzt auch schon ein Aspekt angedeutet, dass man halt eben mit speziell optimierten Anregungssignalen dann die ganze Messung auch sehr schnell machen kann und dann halt eben auch weiterentwickeln kann. Das Messverfahren zeichnet sich aus, dass es halt eben nicht invasiv ist. Man hat halt eben Elektroden, die man an eine Probe anlegt, zum Beispiel bei einer Batterie. Man kann das Ganze auch berührungslos machen. Diese Information oder dieses Messprinzip lässt sich sowohl bei resistiven, kapazitiven oder auch induktiven Messverfahren anwenden. Und was ich gerade eben schon angesprochen habe, es besteht halt eben die Möglichkeit, die Effekte, die man betrachtet, zu separieren, soweit die denn halt eine gewisse Frequenzabhängigkeit besitzen. Hier ist mal eine kleine Sammlung dargestellt an Applikationsfeldern, Applikationsbeispielen, die wir jetzt in der Vergangenheit bearbeitet haben. Wir sind in der Lage, Materialien, metallische Werkstoffe zu charakterisieren. Wir haben eine Lösung zur Kabeldiagnose entwickelt. Wir hatten ja schon dieses Beispiel mit der Batteriediagnose. Das ist auch ein sehr populäres, sehr aktuelles Thema, die Batteriediagnose, auch das Brennstoffzellenthema. Wir können damit elektrochemische, biologische Sensoren realisieren. Wir sind in der Lebensmittelbranche unterwegs. Hier ist ein Milch dargestellt, Öle können wir charakterisieren und dann auch der gesamte Bereich Bioimpedanz, auch im Medizinbereich sind wir mit diesem Messverfahren am Start.
So, und was ist jetzt die große Herausforderung bei der gesamten Thematik? Dass wir halt eben mit der Impedanzspektroskopie ein Labormessverfahren am Start haben. Die Messgeräte sind sehr aufwendig, sehr komplex, sehr teuer. Und unsere Zielstellung ist halt eine schnelle, stabile und kostengünstige Impedanzmessung zu realisieren durch eingebettete Impedanzspektroskopie. So, und was ist letztendlich die zentrale Aufgabe, die sich dann immer bei den Untersuchungen im Kontext Impedanzspektroskopie stellt? Ich habe das so schön angesprochen, es lassen sich Phänomene, Effekte unterscheiden. Und hier, das ist so ein bisschen eine für uns sehr wichtige Darstellung. Hier nochmal die X-Achse, das ist der Frequenzbereich der Messung, und die Y-Achse, das ist der Impedanzbereich. Und hier mal dargestellt, welche Phänomene, welche Effekte in welchem Bereich anzutreffen sind. Und gerade eben das Thema Batterien, das ist im Bereich elektrochemischer Sensoren, elektrochemische Effekte. Wir haben dort zum Beispiel den Double-Layer-Effekt oder allgemein Ionenleitfähigkeit. Das sind sehr langsame Prozesse, ja? Und deswegen sind die Anregungsfrequenzen, die wir für die Impedanzspektroskopie brauchen, sehr gering. Ja? Also deswegen hier ziemlich am Ursprung des Diagramms niedrige Frequenzen und auch sehr niedrige Impedanzen. Ja? Ich mache das jetzt mal ein kleines bisschen im Zeitraffer. Hier haben wir mal zusammengetragen Phänomene und Effekte, die wir in den letzten Jahren untersucht haben. Hier finden sich zum Beispiel auch noch Anwendungen zur induktiven Spektroskopie, der Wirbelstromeffekt, der hier in diesem Bereich anzutreffen ist. Die Frequenzen gehen dann schon etwas höher, die Impedanzen auch. Bioimpedanz, menschlicher Körper, medizinische Anwendungen, die sind so in diesem Bereich anzusiedeln. Das ist hier dieses Feld, was hier so im Hintergrund sich befindet. Wir haben hier Superkapazitor-Kondensatoren, Kabeldiagnose, Erde, Mikrostrukturen. Und dann sind hier noch weitere Effekte dargestellt. Maxwell-Wagner-Effekt zum Beispiel, der dann bei etwas bei ca. 10 hoch 4 Hertz vorzufinden ist. Das Wasser ist dann so im Bereich 10 hoch 7, deswegen arbeitet auch die Mikrowelle in dem Frequenzbereich. Das sind eben so diese Frequenzbereiche, in denen wir dann halt eben die entsprechenden physikalischen Effekte wiederfinden, die wir versuchen mit dem Messverfahren zu charakterisieren. Und jetzt kann man sich das halt eben auch gut vorstellen, wenn man hier diese Tabelle sieht, vielleicht ganz kurz nochmal zusammengefasst, dass die Phänomene, die Eigenschaften der Materialien und Stoffe, die wir untersuchen wollen, diese Frequenzabhängigkeit besitzen. Es ist natürlich festzuhalten, dass das viele Dekaden sind, viele Dekaden Frequenz, auch viele Dekaden Impedanz, die halt eben überbrückt werden müssen. Und das ist halt einfach mal die Erkenntnis, dass es für diese breite Spanne kein Universalinstrument geben wird, ja, um halt eben all diese Messaufgaben zu bedienen. Diese Skalierung, die möchte ich jetzt nochmal so ein bisschen in Erinnerung rufen, um dann halt eben im Weiteren nochmal darauf einzugehen. Also gerade für den Entwurf dieser eingebetteten Systeme sind halt eben diese Kenntnisse von ganz außerordentlicher Bedeutung. Ja, vielleicht nochmal in aller Kürze, Challenges, die Herausforderungen für den eingebetteten für die eingebettete Elektronik. Impedanzspektroskopie, klar, man kann sich diese großen, teuren Geräte ins Labor stellen. Der Klassiker Keysight Impedanzanalyzer, 60.000, 70.000 Euro ist man am Start. Das ist ein großes Messgerät, kann man natürlich in einem Prozess, in einer Produktionsanlage nicht einsetzen. Dann gibt es auch noch die Möglichkeit, ja, zum Beispiel von National Instruments Hardware-Komponenten einzusetzen.
Am Ende des Tages ist es aber das Ziel, eingebettete Lösungen, elektronische Systeme zur Verfügung zu haben, zur Verfügung zu stellen, um halt eben robuste, angepasste Lösungen zu entwickeln, die dann direkt im Prozess in größeren Stückzahlen eingesetzt werden können. Also ganz kurz, die Zielstellung ist es halt, das Messverfahren aus dem Labor in die Anwendung zu bekommen, und darüber soll es halt eben hier im Weiteren gehen. Wichtige Schritte, die dort zu gehen sind, um halt eben dieses eingebettete System darzustellen. Wie ich schon gesagt habe, diese Impedanzmessung braucht immer diese Anregung, das Anregungssignal. Ja, also wir haben ein ganzes Team bei uns in der Professur, die sich mit Anregungssignalen beschäftigen. Das sind hochkomplexe, multispektrale, synthetisierte Signale, die wir dann teilweise nutzen, um Systeme anzuregen. Dann hat man natürlich den Bereich der Messung. Man muss halt eben die Spannung und den Strom synchron messen. Ja, also man braucht tatsächlich die Information in Phase. Ja, also das einfache Multiplexen, Stromspannungsmessung sequenziell, ist halt eben sehr schwierig, um dann halt eben die Impedanzinformation Phase und Betrag dann messen zu können und auswerten zu können, um dann letztendlich die entsprechenden Impedanzinformationen auswerten zu können. Das sind im Wesentlichen die zentralen Herausforderungen, die an ein eingebettetes System gestellt werden. Stichwort Datenanalyse. Das ist ein Thema, was auch sehr kompakt und komplex ist, aber an der Stelle mal außen vor sein soll. Gut, vielleicht ein paar Beispiele aus der Praxis, Lösungen, die wir in den letzten Jahren bereits entwickelt haben, eingebettete Systeme, um zum Beispiel die Batterie zu diagnostizieren. Hier ist dann mal ein kleiner Einblick in unser Labor, wo wir dann diese Komponenten dann in entsprechende Teilsysteme untergliedert haben und dann im Klimaschrank natürlich mit entsprechenden Schutzvorkehrungen dann Batterien charakterisieren können, wo wir dann speziell Elektroniklösungen realisieren. Dann haben wir bereits in Entwicklung Bioimpedanzlösungen, wo wir spezielle auch Anregungsschaltungen realisieren. Wir haben halt eben das Problem, dass wir beim Anwendungen am menschlichen Körper sind die Anforderungen an das elektrische Signal nochmal ganz andere. Es ist auch immer die Frage, rege ich jetzt mit Spannung oder mit Strom an? Und hier ist es halt so, dass diese bei Batterien oder bei Materialien wird in der Regel mit einem Spannungssignal angeregt, bei Anwendungen am menschlichen Körper wegen den Einschränkungen hat man dann eher eine Stromanregung. Ich möchte jetzt auf diese Lösungen nicht weiter ins Detail eingehen. Was festzuhalten bleibt, dass wir in all diesen Bereichen jetzt schon diesen Schritt gehen über den reinen Prototyp hinaus und sind dabei, sowohl für die Batteriediagnose als auch im Bereich Bioimpedanz Chip-Lösungen zu realisieren, die dann halt eben auch gerade für die eingebettete Impedanzmessung dann, ja, ich will es jetzt nicht den Gamechanger bezeichnen, aber dann ist man halt in einem Preissegment, wo man dann wirklich in die Breite, in die Masse gehen kann. Kommen wir jetzt zum Kern des Vortrags, impedanzbasierte Diagnostik im Produktionsprozess. Und hier Examples, also Beispiele, die wir in den letzten Jahren bei uns im Team entwickelt haben. Ich möchte mal starten mit einem beliebigen Schaubild. Sie sehen hier eine Produktionslinie für was auch immer.
ja, aber eben mit diesen typischen Aspekten. Man hat irgendwo Incoming Goods, man hat irgendwo Eingangsprüfung, man hat Materialien, die man gerne verarbeiten möchte. Man hat dann unterschiedliche physikalische Domains, man hat zum Beispiel mit Prozessflüssigkeiten zu tun, sei es ein Lösungsmittel, ein Farbstoff, ein Kleber oder auch einfach nur Prozesswasser. Man hat zum Beispiel auch Polymertechnik, ja, irgendwelche Druckprozesse, Formprozesse und so weiter. Man hat dann natürlich den ganzen Bereich mit metallischen Materialien und End of Line, man hat Systeme, man hat Produkte, die am Start sind. Und in all diesen Bereichen haben wir in den letzten Jahren konkrete Themen behandelt, die wir hier mal zusammengestellt haben und uns mal dediziert anschauen wollen. Und wie diese Prozesse, diese Messverfahren den Prozess, die Produktion nachhaltiger gestalten können. Okay, starten wir bei den Eingangsprodukten. Also man hat Incoming Goods, Eingangsmaterialien. Früher hatte man dem Zulieferbetrieb feste Parameter vorgegeben und der Zulieferer hatte dann die Aufgabe, die Materialien, den Rohstoff in einer entsprechenden Qualität zuzuliefern. Wir leben aber in einer Zeit, wo das Thema Zulieferkanäle sich schwieriger darstellt. Wir haben möglicherweise mehr als einen Zulieferer. Man hat Zulieferer aus ganz unterschiedlichen Bereichen der Welt. Dann haben wir ein vermehrtes Aufkommen von Naturprodukten. Ja, zum Beispiel bei Polymeren versucht man mit Naturfasern zum Beispiel vielleicht Kohlenwasserstoffverbindungen zu substituieren. Oder aber auch das Thema Recycling, Rezyklate, gealterte Materialien, die schon eine gewisse Historie haben. All diese Fragestellungen kommen jetzt mehr und mehr auf und erfordern zusätzliche Informationen direkt am Eingang. Qualitätskontrolle am Eingang von der Produktion. Was hat das zur Folge? Man hat Reduktion von Ausschuss, man hat eine höhere Qualität, man hat auch eine verbessertere Verfügbarkeit. Wenn man einfach Instrumente zur Verfügung hat, das Eingangsmaterial besser zu diagnostizieren, hat man einfach mal viel mehr Möglichkeiten, auch auf dem Markt einzukaufen. Ja, man hat halt eben nicht diese großen Anforderungen und am Ende des Tages sind all diese Prozesse dafür da, die Nachhaltigkeit in der Produktion zu erhöhen. Also einfach, wenn man in der Lage wäre, am Eingang genauer hinzuschauen, was meine Eingangsmaterialien für Eigenschaften besitzen. An dieser Stelle habe ich jetzt kein geeignetes Beispiel. Ich möchte weitergehen. Wir haben jetzt den Bereich Liquids, das Messen von Prozessparametern in Flüssigkeiten, sei es jetzt ein Prozesswasser, wo irgendwelche Schadstoffe enthalten sind, Schwermetalle, ob es jetzt irgendwelche Lacke sind oder ein Leim. Ja, hat man irgendwo in der Produktion einen Tank, wo man einen Prozessstoff über eine längere Zeit lagert? Kommt es dort zu Sedimentationen oder sonstigen Dingen? Es gibt den Klassiker, natürlich die Messung des Füllstandes, aber eben auch die Charakterisierung des Liquids selbst. Ein Beispiel aus unserer eigenen Forschung. Wir haben eine ganze Research Group, die sich mit Soft Sensors beschäftigt. Und diese Gruppe stellt selber Dispersionen her, die mit Nanomaterialien funktionalisiert sind. Ja? Also die Aufgabe ist es, wir verwenden den Carbon-Nanotube, der dann in eine Polymerdispersion integriert wird. Wir haben die Situation, dass der CNT selber eine gewisse Interaktion zu liquiden Medien besitzt und dann natürlich auch noch
gerne verklumpt. Also es bilden sich Konglomerate, da gibt es die Van der Waals-Kräfte, die sorgen dafür, dass diese Nanostäbe halt zusammensticken. Ja? Dazu haben wir eine Lösung entwickelt. Hier ist das Beispiel eine Epoxiddispersion in Lösungsmittel. Wir versetzen das mit CNTs, also mit dem Carbon Nanotube. Und dann gibt es eine raffinierte Prozedur aus einer Ultraschallbehandlung, Röhren- und Wärmebehandlung, die dann dazu führt, dass dann die CNT entbündelt werden und sich nahezu ideal in diese Polymerstruktur einbetten. So, was hat das jetzt mit unserem Messverfahren zu tun? Ja, also wir haben das dann einfach mal untersucht und wir haben gesehen, dass wir mit der Impedanzspektroskopie diesen Entbündelungsgrad detektieren können. Ja? Also Sie sehen hier die Konglomerate, die CNTs bilden noch die Bündel in der Dispersion. Hier haben wir jetzt die Einprägzeit der Ultraschallbehandlung, die dann dazu führt, dass der CNT entbündelt wird. Schematisch haben wir hier mal ein Ersatzschaltbild, ein elektrisches Ersatzschaltbild für diese Strukturen dargestellt und eine Messkurve aus einem entsprechenden Paper, dass man letztendlich anhand der Kurve, der Messung der Impedanz feststellen können, wie gut das Material entbündelt ist. Und wie kann man sich das Ganze vorstellen? Das ist immer so unser Ziel bei der Impedanzmessung, dass wir halt eben auch verstehen, was das wirkende, das aktive Phänomen ist. Und hier ist es tatsächlich die Polarisation der Nanomaterialien, die werden immer im Wechsel, positive, negative Halbwelle polarisiert. Und hier haben wir jetzt dieses Trägheitsproblem, dass größere Klumpen, größere Konglomerate nicht diese hohe Dynamik besitzen und dann ab einer gewissen Frequenz der Anregung nicht mehr folgen können. Und wenn diese Konglomerate aufgelöst werden, die CNTs einzeln vereinzelt sind, haben die eine viel höhere Dynamik. Die Frequenz dieses Anteils geht deutlich höher und damit lässt sich halt eben hier dieser Entbündelungsgrad anhand von dem Impedanzspektrum sehr gut nachweisen. Ein Beispiel, wie man Dispersionen charakterisieren kann. Nanopartikel oder überhaupt Bestandteile, die halt eben in Lösungen gebracht sind, das könnten an der Stelle ganz unterschiedliche Dinge sein. Wenn ich jetzt irgendwelche Drucktinten hätte, die dann in Tanks gelagert sind, ob es dort über Nacht zu irgendwelchen Sedimentationen gekommen ist oder auch ein Druckkopf, der eintrocknet. All diese Dinge wären hier mit diesem Messverfahren detektierbar. Ein zweites Beispiel, auch bei uns im Team gelaufen. Wir haben hier einen kapazitiven Proximity-Sensor als Schalter. Das ist diese State-of-the-Art-Anwendung und mit dem Schritt auch hier mit einem multispektralen Anregungssignal zu arbeiten, ist es uns gelungen, hier einen leitfähigen Film nachzuweisen, der halt sich an Tankinnenseiten zum Beispiel abscheidet, wenn dort Medium zum Beispiel entnommen wird oder wieder aufgefüllt wird. Also dieser Schritt, diese multispektrale Anregung führt immer dazu, dass wir zusätzliche Effekte beschreiben können, zusätzliche Phänomene untersuchen können im Vergleich zum klassischen State-of-the-Art. Also hier war dann das Ziel, diesen leitfähigen Film, der sich an der Innenwand der Tanks abscheidet und der in der Regel immer zu Fehlmessungen bei kapazitiven Tankmessungen sich einstellt. Weitere Möglichkeiten, allgemein auch die Qualität von Liquids oder dann halt eben auch die Composites und das Verbündeln von Nanomaterialien. Gehen wir weiter. Wir hatten jetzt die flüssigen
Medien. Jetzt gehen wir in den Bereich Festkörper. Wir starten mal mit den Polymeren, ja, kunststoffverarbeitende Industrie. Wir haben eine Vielzahl von Anwendungen. Man könnte jetzt so detailliert Aspekte rausziehen. Zum Beispiel gibt es den ganzen Bereich Printtechnologie, dann auch die Darstellung von leitfähigen Strukturen, aber auch so Materialhomogenität. All das sind Fragestellungen hier in diesem Segment. Mein Beispiel, was ich hier an der Stelle ansprechen möchte, hier ein Produktionsprozess, ein Unternehmen, was Batterien drucken möchte. Und das jetzt auch nicht im Labormaßstab, sondern schon im skalierten Maßstab. Also man hat dann eine Matrix, ein großformatisches Substrat, wo dann eine Matrix von 20 mal 30 Pads zum Beispiel gleichzeitig gedruckt werden sollen. Und der Batteriedruck, das ist halt, wie das hier dargestellt ist, ein sequenzielles Verfahren. Es wird dann eine Schicht nach der nächsten appliziert. Ja, und ich bin mir an der Stelle ziemlich sicher, dass bereits ein sehr früher Prozess, dass diese erste Schicht bereits entscheidet, ob diese Struktur eine wirklich funktionierende Batterie werden kann oder halt eben nicht. Ja? Und was ist der Standardtechnik? Man hat dann, hier in dem Fall ist es ein Siebdruckverfahren, man prozessiert dann eine Schicht nach der anderen, die ganzen Systeme werden bis zum Schluss durchprozessiert und am Ende der Linie kommt es dann vielleicht zu einer End-of-Line-Prüfung und man stellt fest, 50% Ausschuss. Ja? So, und da ist halt eben das Ziel, dass wir halt eben mit dieser Impedanzspektroskopie entsprechende Messungen durchführen kann, diesen Prozess inline zu überwachen. Wir betrachten uns jetzt einfach mal diesen ersten Schritt. Das ist jetzt hier diese rote Struktur. Und wir stellen uns jetzt mal vor, diese rote Struktur ist jetzt hier diese grüne Struktur. Ja, also wir haben jetzt diesen ersten Prozessschritt, ein PET-Substrat, ein Carbon-Layer, eine leitfähige Schicht und dann gibt es halt eben den STP1-Layer, der mit einem Siebdruckverfahren gedruckt wird. Wir können dann im Labor eine entsprechende Charakteristik darstellen. In dem Fall würde man eine kapazitive Kopplung vorsehen, ein Impedanzspektrum, was ein ideales Verhalten dieses Prozesses beschreibt. Klar, wir sind in der Industrie. In der Industrie ist es mit Sicherheit so, dass es ein gewisses akzeptables Toleranzband gibt. Ja? Und dann gibt es halt eben den ersten Prozessschritt. Ja, und wie das Ganze dann aussieht, das ist noch völlig offen, ob das dann eine Maske ist, die sich dann senkt oder ob das der Druckkopf selbst ist. Das sind alles noch Dinge, die denkbar oder möglich sind. Und dann gibt es halt hier eine schnelle Impedanzmessung und man kann halt eben feststellen, ob diese einzelnen Segmente dieser Matrix in etwa hier dieses Impedanzspektrum des Idealergebnisses erreicht haben. So, und dann haben wir in unserer Elektronik einen Modellparameter Z1, das ist für die Lage 1. Und dann kommt eben diese zweite Schicht, das wird sequenziell prozessiert. Und dann haben wir die gleiche Hardware, die gleiche Elektronik, die gleiche kapazitive Kopplung und nur einen Modellparameter Z2, wo wir dann letztendlich sehen können, wie letztendlich das Impedanzspektrum mit diesen zwei Lagen aussehen müsste. Ja? So kann man sich das ganz gut vorstellen. Als eingebettete Lösung hat man dann so eine Messmatrix für impedimetrische Sensoren. Da haben wir auch hier schon entsprechende Publikationen erarbeitet. Wir sind in der Lage, eine sehr große Matrix an Messpunkten zu charakterisieren. Das wäre dann diese Anordnung, die dann quasi dieses großformatische System dann diagnostizieren kann. Man hätte dann ein entsprechendes Signal Processing, wo man dann diesen Vergleich mit dem Modell ausführt und zum Ergebnis hätte man dann quasi ein, ja,
eine Darstellung, dass halt eben zum Beispiel in der Reihe 1 die ersten drei Elemente den Anforderungen genügen und das Segment 4 halt irgendeine Abweichung besitzt, ja, und deswegen für weitere Prozessschritte halt eben ausgespart sein kann, ja, weil aus dieser Struktur am Ende des Tages keine Batterie mehr werden, resultieren würde. Dann haben wir hier noch diese gelbe Darstellung. Die gelbe Darstellung, das sind halt eben Bereiche, wo wir vielleicht diese Toleranzgrenze noch bewahren, ja, und dann aber wissen, okay, hier gibt es vielleicht kleinere Probleme, die dann im weiteren Prozess mit der Anpassung von Prozessparametern noch korrigiert werden könnten. Ja, und das sind halt dann Anwendungen, die man halt eben nicht mit einem großen Impedanzanalyzer bedienen kann. Nein, das sind dann gezielte, eingebettete elektronische Systeme, die dann ganz speziell für diese Anwendung realisiert sind, Frequenzbereich, Impedanzbereich, das analoge Frontend zum Kontaktieren. In dem Fall wäre es eine kapazitive Struktur, eine einfache Plattenkondensatorstruktur, mit der man dann diese Schichten charakterisieren könnte. Weitere Aspekte, die in diesem Kontext interessant sind, zum Beispiel die Leitfähigkeit, dieses Perkulationsverhalten der Strukturen, der sensitiven Filme. All diese Aspekte lassen sich dann auch noch entsprechend charakterisieren. Ja, auch hier sehen Sie wieder Realteil, Imaginärteil, der Impedanzbereich der Messungen und wie sich letztendlich dann diese Prozesse auf die Impedanz auswirken. Alles natürlich entsprechend untersucht und Literatur dann auch nachzulesen, wen das halt dann interessiert. Gut, noch ein zweiter Schritt, zum Beispiel die Homogenität von Prozessparametern. Hier ist nochmal so eine Lösung dargestellt. Wir haben jetzt hier auch eine Soft-Sensorik, die wir in einer anderen Arbeitsgruppe entwickeln. Das sind hier diese Folien, die dann diese sensitiven Eigenschaften haben, die dann in Applikationen integriert werden. Sie sehen hier Textilien, wo dann letztendlich diese sensitiven Strukturen dann appliziert werden. Und hier sehen Sie dann auch einfach mal ein paar Mikroskopaufzeichnungen, wie sich Prozessparameter auf das Ergebnis des Produktes dann auswirken. Hier sehen Sie eine sehr homogene Struktur und hier bilden sich Blasen. Wir versuchen das natürlich immer ein bisschen zu beschreiben, zu modellieren. Hier ist dieses Polymersubstrat dargestellt mit den Nanopartikeln, dargestellt dann die blauen Bläschen, die sich dann halt eben hier bei einer zu schnellen Rakelbewegung, ja, das ist Siebdruck, das gibt, es gibt dafür Masken, wo dann mit einem Rakel quasi die Schichten abgeschieden werden. Und wie sich letztendlich die Geschwindigkeit dieses Abrakelns sich auf diese Prozesse auswirkt, lässt sich alles dann sehr gut auch mit der Impedanz messen und dann halt eben auch charakterisieren. Auch hier mit entsprechender Literatur unterlegt. Wir hatten jetzt uns mit den eher polymerbasierten Materialien beschäftigt, wo wir eher mit kapazitiver Spektroskopie arbeiten. Wir begeben uns jetzt in den Bereich der metallischen Werkstoffe und dort ist dann eher induktive Spektroskopie interessant. Ja, und da geht es zum Beispiel um Formfaktoren oder auch Spannungen im Material, die sich mit diesem Thema messen lassen. Eine Doktorarbeit, die bei uns im Haus gelaufen ist, hat sich zum Beispiel mit dem Thema Stahldrahtziehen beschäftigt. Das ist eine Arbeit, die dann auch bis zu einem Prototypen geführt hat, der dann richtig in der Industrie eingesetzt wurde. Hier dargestellt auch die induktive Struktur. Hier die Darstellung des gezogenen Drahts. Und hier sehen Sie einfach mal eine Auswahl möglicher Muster,
diese Speimdrahtziehen einstellen können. Ja? Das ist ein Prozess, der unter sehr, sehr harschen Bedingungen abläuft, sehr hohe Temperaturen. Wir haben dort mehrere hundert Meter pro Minute Geschwindigkeit, wie dieses Drahtmaterial hier gefüttert wird. Und mit Impedanz können wir halt hier die Shape, die Oberfläche charakterisieren, um letztendlich auch hier entsprechend Prozessparameter korrigieren zu können. Ein weiteres Verfahren im Forming-Prozess, ja, Sie sehen hier ein Werkstoff, ein Werkstück, ein Halbzeug, was mit einem Werkzeug quasi behandelt wird, geformt wird. Und hier bilden sich halt eben in Kaltformprozessen zum Beispiel hohe Temperaturen, innere Spannungen etc., die halt eben sich auf die metallurgischen Eigenschaften auswirken können. Ja, die Anforderungen an die Sensorik sollten halt möglichst kontaktlos arbeiten, sollten sehr schnell arbeiten, sehr robust. Ja, kleine Anekdote, wir haben auch mit Schweißtechnik gearbeitet, mit Plasmaschweißen. Da sind uns alle Laptops ausgefallen wegen den harschen Bedingungen, aber unsere Elektronik hat zuverlässig gearbeitet. Und hier ist halt eben die Robustheit von sehr hohem Interesse und dann halt eben auch die Kompensation von externen Einflussfaktoren. Und hier, wie ich schon angesprochen habe, metallische Werkstoffe, geht es eher um die induktive Spektroskopie. Das heißt, die ganz normale Wirbelstromsensorik könnte Ihnen vielleicht bekannt sein. Man hat eine Spule, eine Induktivität und ein Anregungssignal, eine Single-Frequency-Anregung, die dann halt eben als Schalter- oder Näherungssensor genutzt wird. Wir setzen diese Wirbelstromspulen mit einem multispektralen Anregungssignal ein, um ganz unterschiedliche Phänomene zu beschreiben. Diese Arbeiten haben zu einer ziemlich konkreten Sensoriklösung geführt. Hier sehen Sie mal eine Lösung, wo wir im Zentrum eine etwas größere Anregungsspule haben. Mit dieser Spule prägen wir letztendlich dieses AC-Signal, dieses multispektrale AC-Signal in die Probe ein. Es stellt sich der Wirbelstrom im Target-Material ein und dann im Umkreis dieser Struktur sind dann kleinere Detektorspulen verbaut, die dann tomografisch geschaltet werden können. Und was halt hier die Stärken dieses Verfahrens sind, also man kann tatsächlich die Permeabilität des Materials bestimmen und auch magnetische Anisotropien kann man feststellen. Für die Permeabilitätsmessung wird nur diese Spule im Zentrum benötigt und für die Anisotropie wird dann halt eben tatsächlich hier im Umkreis dann alle Sensoren, um dann halt eben Inhomogenitäten im Material feststellen zu können. Ja, in diesem Bereich sind halt eben auch ganz unterschiedliche Dinge denkbar. Ich hatte angesprochen, wir können feststellen Permeabilitätsänderungen. Und an dieser Stelle könnte ich das Wort weitergeben an die Experten, an die, die sich mit den Metallen, mit den Werkstoffen auskennen, was alles für Phänomene existieren, die sich auf die Permeabilität auswirken. Das sind zum Beispiel innere Verspannungen. Ja? Wenn ich ein Material forme, kalt forme, wenn ich das mechanisch bearbeite, das führt zu inneren Spannungen. Auch zum Beispiel Härten von Materialien, Korngrößenwachstum, das sind Effekte, die sich auf diese Permeabilität auswirken. Und dann am Ende sogar noch die Temperatur selbst vom Material, auch die wirkt sich auf die Permeabilität aus. Und all diese Effekte oder Phänomene, die sich auf diese Effekte auswirken, können wir mit diesen induktiven Lösungen auswerten. Hier mal dargestellt
das Messergebnis, so würde das ganze System aussehen, wenn diese Spule ein Target ohne Verspannung vorfindet. Ein mit Verspannung würde es dann halt eben zu einer Deformation dieser Messung führen. Was haben wir hier? Wir haben hier einen berührungslosen Dehnungssensor. Also wir sind in der Lage, mit dieser Spule berührungslos Verspannungen in metallischen Werkstoffen zu messen. Ja, und damit kann man dann die unterschiedlichsten Anwendungen realisieren. Auch die Struktur, das Relief, die Oberfläche der Struktur lässt sich mit diesem Verfahren beschreiben. Alles nachzulesen in einer entsprechenden Literatur, in einer Quelle. Ist auch sehr, sehr aktuell, die Arbeit. Zusätzlich bildet diese Struktur die Möglichkeit, verschiedene Einflussfaktoren zu korrigieren. Wir haben zum Beispiel hier das Tilten, wenn diese induktive Sensorik verkippt ist, können wir feststellen. Oder auch Anisotropien, auch Gradienten von zum Beispiel einem Magnetfeld. Ja, zum Beispiel in einer flachen Batterie, in einer Pouchzelle gibt es gelegentlich diese Frage, wie sich die Ströme in der Zelle selbst verteilen. All diese Aspekte lassen sich halt hier mit dieser Struktur charakterisieren. Gut, ja, jetzt hatten wir Dispersionen, Polymere, Metalle, End of Line. Ja, also am Ende haben wir dann sogar auch Produkte. Und als Beispiel habe ich einfach mal ausgewählt die Batteriediagnose. Das ist jetzt gerade im Bereich Impedanzspektroskopie, ich will jetzt nicht sagen alter Hut, aber ein sehr, sehr populäres Anwendungsgebiet für die Impedanzmessung, Batterien zu charakterisieren. Und hier ist einfach mal exemplarisch gezeigt, wie so eine End-of-Line-Prüfung aussehen könnte. Wir haben hier vier Zellen, vier baugleiche Zellen, die einer Diagnostik unterzogen wurden. Wir haben hier die unterschiedlichen State of Charge. Diese Untersuchung besteht daraus, alle 10% State of Charge erstmal den Ladungszustand einzustellen und dann an diesen Arbeitspunkten ein Impedanzspektrum aufzuzeichnen. Und wir sehen hier natürlich auch die Herausforderungen, die dann auch wieder an dieses eingebettete System gerichtet sind. Wir haben sehr geringe Impedanzbereiche, also der Realteil und der Imaginärteil, wo letztendlich dann die Batterien ausgewertet werden. Aber was wir sehen, Zelle 1, 2 und 3 haben sehr saubere, sehr normale, sehr charakteristische Performance. Und hier ist die Zelle 3. Da stimmt was nicht. Und da haben wir hier tatsächlich ein Phänomen beobachtet, das sich bei 70% SOC adressiert hat. Da ist letztendlich der Realteil nahezu doppelt so groß gewesen wie bei den anderen Zellen. Doppelt so groß. Das klingt jetzt vielleicht nicht so schlimm. Ja? Also wir sprechen hier von, das sind Milliohm, ja, und auf einmal haben wir hier 0,5 Milliohm, ja. Klingt nicht schlimm, aber wenn man das betrachtet, die thermischen Verluste, ja, I Quadrat R, ja, habe ich letztendlich in dieser Zelle bei einem Ladezustand von 70% die doppelte Verlustwärme und damit eine Quelle, dass ich dort einen Hotspot ausbilden kann, der dann sich wieder nachteilig auf die gesamte Batterie-Stack-Performance auswirken kann. Also das kann eine Störung sein, die sich auf nachteilig auf die Lebensdauer von dem ganzen Batteriesystem auswirkt. Ja? Letztendlich haben wir hier an der Stelle ein bisschen dann natürlich tiefer gebohrt und haben dann festgestellt, dass das hier ein noch nicht ganz abgeschlossener Formierungsvorgang war. Ja, das Phänomen, das war dann noch nicht ganz am Ende, das dynamisch. Wir haben dann nach mehreren Zyklen festgestellt, dass dieses Phänomen sich abgebaut hat. Aber das ist einfach mal ein Beispiel, End of Line, Systemtest, auch an System von Batterien.
Diese Impedanzuntersuchung machen wir dann natürlich auch an ganz unterschiedlichen Zellchemien. Gerade eben, das war eine Lithium-Ionen-Batterie, die dann wirklich das charakteristische Shape haben, das Impedanzspektrum. Wir haben dann aber auch Nickel-Metall und auch Bleibatterien. Das ist unsere Überzeugung, dass auch die Bleibatterie noch viele Jahrzehnte uns begleiten wird. Die hohe technische Güte, die diese Systeme haben und auch diese Kreislaufwirtschaft, die dort mittlerweile etabliert ist, die wird noch dazu führen, dass die Bleibatteriesysteme noch viele Jahre auf dem Markt erhalten sind. Ja, und hier haben wir dann auch mal Produktionstoleranzen aufgezeichnet. Ja, diese Systeme sind auch in großen Stückzahlen in USV-Systemen verbaut und können dort natürlich auch mit variablen Eigenschaften natürlich auch unerwünschte Phänomene verursachen. Dies nur als Beispiel der Batteriediagnose. An dieser Stelle möchte ich auch noch mal ganz kurz die Stärke dieses Messprinzips illustrieren. Hier ist noch mal qualitativ so ein Impedanzspektrum gezeigt. Und hier sehen Sie quasi den Realteil und den Imaginärteil mit einer Anregung von Millihertz bis Kilohertz. Wir haben hier den Durchtritt durch die reelle Achse. Das ist dann der Realteil dieser Messung. Und dann gibt es halt eben Komponenten an dieser Kurve, die ganz konkrete Eigenschaften, ganz konkrete Phänomene beschreiben. Und da ist dann hier im Millihertz-Bereich zum Beispiel dieser sogenannte Diffusionsast, der natürlich in der Elektrochemie sehr sauber beschrieben ist. Und auch hier wieder Diffusion, das ist diese Polarisation der großen Moleküle, ja, was halt eben bei sehr kleinen Frequenzen angesiedelt ist. Ja, und wenn dann die Frequenz steigt, scheidet dieses Phänomen aus dem Messsignal, wird es immer geringer und ein neues Phänomen beginnt zu wirken, beginnt dominant zu werden. Und das ist dann halt hier in diesem Bereich eher diese Elektrode 2, diese sogenannte Durchtrittsreaktion, auch Delaminierungen an Elektrodenoberflächen zeigen sich in diesem Bereich. Hier hinten haben wir dann noch diese Elektrode 1, die natürlich auch sehr populär ist. Das ist eine ideale Kurve, die eigentlich so halbkreisförmige Ausprägung hat. In Realität ist das aber sehr integriert. Die Einflüsse der beiden Elemente sind nahezu nicht zu erkennen. Und dort braucht man dann halt eben schon spezielle Verfahren, um dann trotzdem diese Informationen zu extrahieren. Ganz zuletzt haben wir dann noch eine induktive Komponente bis in einen kleinen Kilohertz-Bereich. Und dieser Bereich, der ist insbesondere für schnelles Laden und Entladen besonders interessant für die BMS-Hersteller. Gut, und damit würde ich auch meinen Talk schon zusammenfassen. Hier sehen wir nochmal zusammengefasst eine Produktionslinie, die tatsächlich in vielen Firmen, in vielen Unternehmen genauso halt eben vorkommen. Es gibt Prozesse im Bereich Qualitätsprüfung am Eingang, Materialien, Substanzen, was auch immer Einsatz, was vorne in die Produktion eingeführt wird. Dann gibt es Prozesse, die sich mit Dispersionen, mit Liquids beschäftigen, Polymere, Metalle und dann natürlich End of Line. In all diesen Bereichen lässt sich dieses Messverfahren einsetzen. Eingebettete Impedanzspektroskopie mit speziellen Frontends, zusätzliche Informationen aus den Prozessen zu generieren. Ja, und da hätten wir halt eben Lösungen zur Verfügung, um halt eben die Nachhaltigkeit in den Prozessen zu erhöhen. Letzte Folie, noch eine kleine Einladung. Ja, wir sind die TU Chemnitz, das Zuhause des International Workshop on Impedance Spectroscopy auch in diesem Jahr. Das ist die letzte Septemberwoche.
bereits zum 17. Mal vom 25. bis 27. September. Und im nächsten Jahr sind wir sehr stolz drauf. Das ist in der 21. KW vom 19. bis zum 22. Mai die IMTC. Das ist ja so ein bisschen das Nonplusultra in unserer Branche. Erstmals in Deutschland, dann auch im Rahmen des, der Kulturhauptstadt bei uns in Chemnitz, wo wir Sie dann natürlich auch ganz herzlich einladen möchten. Vielen Dank und ja, Fragen stehe ich gern zur Verfügung. Ja, vielen Dank. War sehr eindrucksvoll, was man da alles machen kann. Die Frage, die wir in den Vorträgen davor hatten, Kalibrierung, Richtighaltung. Impedanzspektroskopie, ja, wenn ich so sehe, habe ich immer das Gefühl, das sind chemische, stoffliche Parameter. Das kann sich relativ schnell ändern. Ja, naja, dafür haben wir ja das PDB. Nein, aber in der Tat, das Thema Kalibrieren, das ist immer eine sehr große Herausforderung, weil wir ja im Wesentlichen Zustandsänderungen beschreiben. Ja. Ja? Ich erkläre das immer gerne so, dass eigentlich jegliche Materie, die uns umgibt, die besitzt eine elektrische Impedanz. Ja. Ja? Und das, was wir messen, das ist ja, dieser Fingerabdruck, zu einem bestimmten Zeitpunkt in einem bestimmten Arbeitspunkt. So, also wir haben dort keine Messung, wo dann am Ende 5 rauskommt und wir freuen uns. Nein, das ist eine Zustandsbeschreibung. Ja? Ja. Und das Ganze kann man dann halt eben qualitativ beschreiben. Qualitativ beschreiben, dass man differenziell sich anschaut, wie verändert sich dieses Spektrum oder dieser Zustand, dieser Fingerabdruck aufgrund welcher Umgebungsbedingungen. Und dann gibt es natürlich, das ist diese qualitative Betrachtung und die quantitative Betrachtung, so vergleiche ich das dann eben immer, dass wir halt eben im Labor mit viel Aufwand das Modell entwickelt haben, wo wir dann halt eben verfolgen, wie sich Modellparameter verändern über die Zeit. Das ist dann aber dieser Weg auch, den man gehen muss, wenn man dann so in Cloud-Themen gehen möchte, auch in der Industrie. Da wird man dann nicht mit kompletten Spektren arbeiten, das ist viel zu viel Information. Ja, jetzt habe ich sehr politisch geantwortet, bin sehr gut Ihre Frage umschifft. Ja, aber das Thema Kalibrieren, das ist in der Tat noch eine große Herausforderung und da wird es sicherlich noch einige Wege zu gehen geben. Ja. Also ich kenne mich da wenig aus, aber hängt da auch das Ergebnis ab von der spektralen Zusammensetzung der Anregung? Genau. Kann ich die ändern und vielleicht durch 2 verschiedene spektrale Anregungen irgendwelche zusätzlichen Informationen rauskriegen? Genau. Also ich würde jetzt tatsächlich 2 Aspekte nochmal ganz kurz zusammenfassen. Erstens, wir sind ja nun auch Messtechniker und wir unterrichten auch Grundlagen der Messtechnik. Ja? Und Robustheit von einem Messverfahren, von einer Messung. Schon alleine, wenn wir eine zweite Frequenz mit in diese Messung aufnehmen, ja, erhöht sich die Robustheit der Messung immens. Ja? Und wir machen jetzt eine Messung bei ganz unterschiedlichen Frequenzen, bei vielen Frequenzpunkten. Also das ist der erste Teil. Robustheit ist, dieses Messverfahrens ist auf alle Fälle gegeben. Jetzt Ihre Frage nochmal, die spektrale Zusammensetzung. Das ist halt eben ja, unser Know-how. Das ist diese Tabelle, die ich am Anfang gezeigt habe. Also wir müssen uns immer diese Frage stellen, ja, was ist unser Device under Test? Welche Phänomene wirken dort? Und in welchen Frequenzbereichen regen wir diese Phänomene an? Und das ist halt eben in der Elektrochemie, sind das eher langsame Prozesse, Diffusionsprozesse, große Moleküle. Jetzt gehe ich nochmal ein bisschen in das entgegengesetzte Extrem. Wir haben uns schon mal die Mobilität von Sauerstoffatomen in Keramikgeneratoren angeschaut. Dort müssen wir natürlich bis in den Megahertzbereich. Oder auch um Polymere zu unterscheiden. Da gehen wir dann wirklich auf die Molekülebene runter und dort brauchen wir Megahertz, Gigahertz, um die Polarisationsphänomene zu beobachten, die dann halt eben sagen, okay, ich bin jetzt dieses oder jenes Polymer. Das Thema Recycling ist ein großes Thema in einem
modernen Fahrzeug sind bis zu 200 unterschiedliche Polymere verbaut. Kein Mensch ist in der Lage, im Moment die wieder auseinanderzunehmen. Und wir haben eigentlich nur thermische Verwertung heutzutage. Ja? Und dort ist eben auch so ein Ansatzpunkt, wo wir halt eben auch sehr viel Potenzial sehen. Das nennen wir dann dielektrische Spektroskopie. Ja? Auch der gleiche Ansatz mit einer speziell synthetisierten Anregung, dann halt eben Proben anzuregen, um dann halt eben Reaktionen, Verhalten festzustellen. Aber ja, das Thema Kalibration, da haben Sie einen Punkt. Ja, ich denke auch das Thema Nachhaltigkeit, dass ich also diese Polymermaterialien wieder verwenden kann und nicht grundsätzlich nur thermisch erstmal aufarbeite, genau. Indem ich alles in eine große Schmelze bringe. Genau. Ja, das ist tatsächlich ein Thema, was jetzt nahezu auf allen Kontexten diese 10R-Strategie mit Rezyklaten und Reuse und was auch immer, das wird uns so, noch einiges sehr beschäftigen. Ich muss mal auf die Uhr schauen, mit Ihrer Seite noch Fragen. Ja, ich wollte fragen, das, was Sie als Diffusion bezeichnen, könnte man auch mit Laden oder Entladen bezeichnen. Ne? Oder nicht ganz, nicht ganz, ja. Okay. Also Diffusion, das sind halt eben mitunter auch unerwünschte Prozesse in Batterien. Ja. Also wenn wir jetzt ganz konkret von Batterien sprechen, ja, da ist das Diffundieren von Ladungsträgern eher der unerwünschte Effekt, den wir dort aber dann beobachten. Aber ganz klar, Diffusion ist die Bewegung von Teilchen entlang eines Konzentrationsgefälles. Und das sind langsame Prozesse. Ist das egal für die Form der Kurve, ob man entlädt oder lädt? Ja, also das hat eher einen elektrochemischen Hintergrund, aber Sie haben da tatsächlich auch einen ganz wichtigen Punkt. Das ist ein bisschen eine Grauzone. Bei der Impedanzspektroskopie hat man eigentlich eine Anforderung, stabile Verhältnisse, Linearität. Ja? Und wenn man mit Millihertz eine Batterie anregt, also mehrere Sekunden positive Halbwelle, mehrere Sekunden negative Halbwelle. Man kommt nicht daran vorbei, ja, dass man lädt und auch entlädt. Und das ist ein bisschen eine Grauzone, wir arbeiten dran. Das ist aber eine ganz kritische Frage. Ja. So, ja. Also ja, wir können uns gerne auch nochmal im Nachgang unterhalten. Ja. Ich muss ein bisschen auf die Uhr. Bitte um Nachsicht. Ja. Na klar. Also vielen Dank nochmal. War ein sehr wichtiger Vortrag. Und ja, schön, dass Sie hier waren. Sie halten den Vortrag morgen nochmal in Englisch. Ja. Okay. Gut, dann treffen wir uns hier eventuell bei den Ausstellern oder drüben bei der Konferenz. Genau.